zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit dir. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Ja, wie gesagt, war jetzt überhaupt nicht doof von mir gerade. Und ja, wie schon gesagt, ne? Mir geht es auf den Sack, wenn die immer bei der Autofahrt reden. Wenn ich dann rede, dann versteht man kein Wort von mir oder von denen. Und vielleicht wollen sie, interessiert ja manche, wie die reden. Also hier, ja, hier die DLCs reden. Oder NPCs, keine Ahnung. Und ja, oder wie ich rede. Und wenn man dann beides nicht versteht, dann ist es schon für ein Anus. Ja. So doof bin ich nicht noch einmal. Das sage ich euch, Freunde, ja. Also, oh Mann, ey. Das war ja voll für ein... Oh, da ärgere ich mich jetzt noch drüber. Und ich sterb. Ja, wie gesagt, im Let's Play konzentriert man sich ja viel aufs Reden. Deshalb geht das schon in Ordnung, finden meiner Meinung nach. Und wir machen das doch eh just for fun. Wir haben Zeit. Bis zum Sommer. Bis für Sommerferien haben. Dann mach ich eine Sommerpose, du. Wir haben jetzt eh gerade mal 7 Abonnenten, aktuell, ja, 20. Juni, wo ich aufnehme, aktuell, und dann, ja, 2 oder 3 sind von uns. Was ich gesagt habe. Und, okay, das entschädigt ja. Das für gestern Nacht. Passt. Na komm, wie willst du das top? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem... $2. Okay. Wenn es so weitergeht so, wie jetzt. Okay, wir teilen uns das jetzt hier. Insgesamt wäre das vielleicht viel. Aber, ja, das geht ja eh nicht gut. Gleich kommen wieder dieser eine. Irre. Ha, der Irre. Ach, wenn dieser Blackscreen kommt, wird immer irgendwie 50 Frames angezeigt. Ich glaube, ich spiele jetzt nur noch mit Blackscreen. Das ist gut. So, jetzt müssen wir wieder Sachen scheiß geben. Eine Blues, bitte. Eine Stange Blues. Yeah, hier, gib mir den Blues, Baby! Ups. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also. Ich nehme eine Schachtel Reds. Noch eine Reds. Eine Stange Reds, Vito. Kein Problem. Sind das diese OB-Logos von diese Tampons? Nee, das ist ein Baby, keine Ahnung. Hier. Oh ja, und jetzt? Jetzt kommt 2 Stunden später. Ach so, ja, jetzt kommt das. Das ist geil. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schieb 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Ja. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du das hast stimmt. Eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss. Kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig dir, was brandheiße Ware ist. Missgeburt. Scheiße, Joe! Verdammt! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Richtig. Na los, steig ein, wir hauen ab. Wer haut ab? Hä? Okay, was für eine Wichser, jetzt verfolgen wir die erstmal. Da, aber das sind ganz schön schnelle Karren. Aber wir haben ja auch nicht so eine langsame. Gib Gas, er entwischt uns. Ich stehe schon vor ja, ich muss vor dem Bullen da. Die Karre geht nicht schneller. Auf der Karte wird ja eh angezeigt, wo es ist, also von daher. Aber wir müssen trotzdem aufpassen. Wenn er jetzt irgendwo abbiegt, dann sind wir... Ja, das ist nicht so gut, ne?
mit dem Speed, den wir drauf haben. Und guck mal, was der hat, was der für ein Speed hat. Das ist ja abartig. Ich will nur mal auf die Polizei achten. Lass mal nicht zu schnell fahren. Ah, scheiße, wir verlieren den. Aber wir können auch nicht zu schnell fahren. Das jetzt? Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Ja, toll. Ach, das ist bestimmt hier in der Nähe. Doch, das ist hier doch, wo Joe wohnt. Da kenne ich einen. Aber ich glaube, das gehört zur Story, dass der entwischt, oder nicht? Halb so wild. Ich weiß es nicht. Da ist ein. Oder? Ja, ich sehe die von hier. Ne, das ist doch keiner. Da, doch. Ich habe jetzt was anderes gedacht. Jo. Letztens war hier so ein Bug, dass ich irgendwie keinen Bürgersteig mehr betreten konnte. Hey, raus da. Jetzt aber raus hier. Hey. Ich will telefonieren. Hey! Hau ab! Ja, wenn da jetzt nicht die Polizei wäre, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Hau ab! Hey, Kumpel! Ende des Gesprächs! Kumpelin! Ja, ja. Halt die Schnauze! Bastard! Schöne Dings! Ja. Schöne Sandalen. Gab sie auch über 5 Euro? Lustig. Schenkelklopfer. Ich bin's wieder. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, dass plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt. Aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Kriegst du. Euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Oh, das wird, okay. Das wird ein langes Kapitel hier. Bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Okay, jetzt dürfen wir endlich fahren. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns... Oh, ist ein gutes Auto, ne? Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Wenig Kratzer. Glaubst du, wir können aus den Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Er macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Na, oh, wir kriegen das Geld bestimmt. Das wird ein langes Kapitel jetzt. Ich glaube, wir... Ja, ich verrate nichts diesmal. Ich reg mich immer selber über die Parts auf, dass ich ein bisschen viel Spoiler. Stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Warum arbeitet Steve für Eddie? Geile Karre, ey. Die behalte ich auf die Tacht, die behalte. Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Derek, der Mann heißt Frederico. Na egal, das haben wir ja letztens schon durchgekaut. Hey, und jetzt wieder. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Doch. Hey Joe, ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der junge Mann was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wie hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet, haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie?
Na damit. Jawohl. An die Arbeit. Es Thompson. Geht los, Jungs. Thompson. Macht mit. Er steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Ach, egal, komm. Na, der Junge will Spaß haben. Das macht Spaß. Dürfte ich jetzt einfach auch mal mein Schild abballern. Hier, das IT, das ist ja geil. Jetzt ein Teller. Ein Schild. Wie geil. Das Schild ist noch nicht ganz ab. Gleich wirft, glaube ich, jemand ein. Ich muss mal abgewöhnen, diese Scheit spoilern. Ja, kann ich nicht gut. So, Tisch. Das geht kaputt wie nix, das ist geil. Da geht nix kaputt, ja. Geht der Messer, das Messer, nicht der Messer. Warte, ich muss noch leer ballern. Bitte. Ja! Jetzt kriegen wir einen Cocktail. Hau ab, Motherfucker. Jetzt geht's ab. Hey, das geht ab! Somebody call 911. Charlie's fire burning on the dance floor. Ja, ja. Und jetzt? Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Mit unserem geilen Wagen. Ich finde den so geil. Die Karre ist der absolute Hammer. Soll ich wieder? Ja, okay, geht auch. Komm, Joe. Mit unserem neuen Auto. Ich wollte gerade gucken, was das für ein Auto ist. Der fährt ja voll. Ist das ein anderes? Dann fahre ich mal rückwärts hier. Das war wahrscheinlich wegen dem Schotter. Oder auch nicht. Ja. Dreckshandling. Voll für'n Anus. Ich kann auch eigentlich auch Arsch sagen. Das ist eh egal. Solange mich keiner meldet. Dann der war witzig. Ich lache. Wie, hier schon? Das Teil? Naja, stimmt. Genau, gleich geht's ab. Das ist nicht ganz so. Also das schaffe ich nicht immer. Da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu doof zu bei der Mission. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Geil. Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, wir haben Kanonen. Hm. Macht sie fertig. Jawohl, jetzt geht's ab. Gib mir Deckung. Wo bin ich? Ja, ich gehe hier irgendwo in den Arsch. Ich muss nur Deckung wieder suchen. So, das ist ein Feind, oder? Hey, lass mir gib doch mir Deckung, Vito. Oh, gleich zwei. Los, der war nicht schlecht jetzt. Das ist alles? Dann blüht ihr was. Noch einer. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Gib mir Deckung, Blödmann. Du bist Mausetot. Hey, das ist scheiße, hätte Thompson. Ja, das war jetzt auch nicht so schlau. Also, los, Vito. Da ist noch einer. Ich hab das für dich, du mieses Schwein! Idiot, ich. Du bist tot! Ich mach dich fertig! Guter Schuss! Getötet. Los, versuch's von dir. And reloaded. Jetzt warte ich auf den Penner, der da ist. Nichts? Sag was! Und setz kämpfen's drauf! Vor dir scheiß ich mir nicht in die Hosen! Der war gut! Dann würde ich mal gleich ein bisschen vorstoßen. So. Ja. Bleib da. Bleib stehen, fette Sau, ey. Ich bin der Beste. Ja. Es geht ist eigentlich. Wer ist der Pro? Ey, wieso ist denn der Wichser nicht? Jawohl. Nicht so schlimm. Nur ein Streifschuss. Schulterschott. Schulderchen. Schulders. So, jetzt machen wir die mal fertig hier. Also, wie gesagt, ein bisschen vorstoßen kann nicht schaden. Oh, fuck, der Wichser hat mich getroffen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nie gut. Wieso